Meine mathematische Grundlage müsst ihr jetzt mal wissen für mein Weltbild. Damit ihr mal versteht, wieso ich das nicht so cool finde, wenn wir hier jeden Montag und jede Woche ständig davon reden, dass wir den Frieden in uns selber finden müssen und so weiter und so fort. Da steht nämlich eine Zahl im Raum, Leute. Und die Zahl sind 18 Millionen. 18 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hunger und dessen Folgen. Kurz gesagt an Verelendung. Wenn wir uns das jetzt mal ausrechnen, müssen wir jetzt mal machen, ihr wisst, haben euch eure Lehrer gesagt, alles Mathematik. Wenn wir jetzt mal, die Minute hat 60 Sekunden, mal 60 Minuten die Stunde, mal 24 Stunden am Tag, mal 365 Tage. 0,25. Ja, okay, stimmt. Das scheint ja. Gut. So, und wenn ich diese Zahl an Sekunden jetzt rechne, durch 18. Andersrum. Stimmt. Das sind 3,15. Ja, es sind irgendwie 1,572 Sekunden. Also jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und jetzt drei, weil ich zwei ausgelassen habe. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Menschen in den 3 Stunden sterben auf dem Planeten, während wir hier von Frieden faseln. Versteht ihr das? Und wer der Meinung ist, das Baby muss langsam wachsen. Wir müssen jetzt hier 2 oder 3 Jahre lang jeden Montag hier stehen. Wollt ihr wissen, wie viele Menschen da gestorben sind? Und solange wir das zulassen, brauchen wir nicht von Frieden reden. Solange wir hier montags herkommen, um 6 bis um 9, und dann wieder herkommen, einen dann wieder nach Hause gehen und weitermachen wie gehabt, sterben die weiter. Na, selbstverständlich sterben die weiter. Und Initiative Menschen für Menschen, die haben dafür gesorgt, dass sie nicht mehr sterben. Die haben ihr Bestes dafür getan. Seit 4 Tagen ist er tot, aber die Initiative lebt noch. Wie viele Menschen wollte denn die Montagsdemo Berlin bis jetzt so richtig retten? Die stellen sich hin und verbreiten die Information, ihr Menschen, ihr seid alle lieb und ihr würdet niemals jemandem was zuleide tun. Und die böse, böse Federal Reserve, die ist schuld. Komischerweise gibt es da einen Spruch, die Reichen verteilen die Waffen. Nee, die Waffen kommen von den Reichen und die Armen sorgen für die Leichen. Welcher Banker ist denn schon mal mit einer Kalaschnikow in den Krieg gezogen und hat Menschen umgebracht? Wir wissen, die bezahlen immer beide Seiten. Aber sie geben auch beiden Seiten die Chance, die zu benutzen, die Waffen. Und wenn sie sie benutzt haben, dann gibt es wieder auf beiden Seiten Kredite, um es wieder abzubauen. Und dann wird wieder Hass geschürt und dann gibt es wieder Waffen, um es wieder kaputt zu schießen. Aber wir haben die Wahl. Und schön, dass wir bei Sissi, der jungen Kaiserin, sind. Wir lassen jetzt mal den Kriegsgrund von 1914 außen vor. Wir müssen mal in die Geschichte ein bisschen genauer hineingehen. Im Juni 1914 ist das österreichische Thronfolgerpaar in Sarajevo erschossen worden. Ganz Deutschland hat gedacht, ist gar nicht so schlimm, geht uns nicht an. Wir gehen schön ins Schwimmbad, alles schön. Im Juli 1914 haben sich Österreich und Russland und Sarajevo und Deutschland, Serbien, die haben sich alle gegenseitig die Krieg erklärt. Und in Deutschland hat immer noch keiner gecheckt, was jetzt los ist. Und im August 1914 ging dann der Erste Weltkrieg los. Da sind die deutschen Soldaten in den Krieg gezogen und waren der Meinung, Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Tja, war ein Fehler, das zu denken. An der Westfront haben die in ihren Schützengräben gesessen, Heiligabend 1914. Könnt ihr alles nachprüfen? Die Bilder gibt es im Internet. Da haben die. Ja?
Ich mache keine Kriegs... Was? Naja, wenn wir uns hinstellen hier und erzählen, die Menschen sind alle gut und nur die Banker, das sind die Bösen, das ist der größte Schwachsinn. Richtig, lass mich mal kurz ausreden. Kommen wir gleich drauf. Die haben Weihnachten 1914, haben die, wenn du das mal nachprüfst, in den Schützengräben gesessen. Und die haben sich so nah beieinander gesessen, die haben Weihnachtslieder gesungen. Ja, ist richtig. Und die haben sich gegenseitig gehört. Was ist dann passiert? Die sind aus den Schützengräben gekommen. Wer ist als erster rausgekommen? Die Deutschen. Nee, die sind aus den Schützengräben in den Todesstreifen. Die haben mit den Franzosen und den Engländern... Nein, das war kein Befehl. Sie haben Befehl gekriegt. Also, die haben sich gegenseitig gehört. Soldaten marschieren los auf Befehl, richtig? Soldaten marschieren los auf Befehl. Ja. Auf nichts anderes. Ja, natürlich. Sie sind nur losmarschiert, weil sie Befehl gekriegt haben. Ja, ich meine, sie haben in den Schützengräben gesessen. Ja, vorher haben sie gesungen, dann haben sie Befehl gekriegt, sind losmarschiert. Nee. Die sind hinmarschiert, haben Schützengrabenkrieg geführt und haben Weihnachten Lieder gesungen. Warum haben sie denn in den Schützengraben gesessen? Weil ja, weil es Idioten sind, die eine Waffe in die Hand genommen haben. Richtig. Wer eine Knarre in die Hand nimmt und in den Krieg zieht, ist in meinen Augen ein Idiot. Ganz einfach. Wer sich befehlen lässt, der Franzose, der ist böse, den müsst ihr jetzt erschießen. Und wer das dann macht, ist ein Idiot. Ganz einfach. Und der Franzose, der sich sagen lässt, der Deutsche, den musst du jetzt totschießen, ist genauso ein Idiot. Ja, aber wir sind ja eigentlich nur Idioten. Ja, pass auf. Ja, wenn man nicht dazu lernt. Also es ist nicht nur Idiot, es ist auch ein Mörder. Und ja. die Befehle geben, sind ebenfalls Mörder. Und deswegen stehen wir halt hier, dass wir halt sagen, okay, das wollen wir nicht. Sie tragen sollen die nicht Klammer, die Befehle geben. Genau. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, das könnt ihr alle nachprüfen. Die sind Heiligabend 1914, haben die sich gegenseitig gehört beim Weihnachtsliedersingen im Schützengraben. So nah waren die Schützengräben beieinander. Dann sind die Soldaten rausgekommen. Dann haben die Franzosen, die Engländer und die Deutschen im Todesstreifen zwischen den Schützengräben zusammen Weihnachten und Silvester gefeiert. Tja, und dann kam wieder ein Befehl. Jungs, wir sind noch nicht zum Spaß hier, räumen die leeren Sektbullen weg. Jetzt geht's weiter hier. Also das ist an menschlicher Dummheit. Das ist an menschlicher Dummheit nicht zu überbieten. Genau. Soldaten, die sich kennenlernen an der Front und zusammen Weihnachten und Silvester feiern und dann den Befehl befolgen, ihr müsst euch jetzt wieder umbringen. Also das ist an menschlicher Dummheit nicht mehr zu überbieten. Das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Ja, das ist Dummheit. Ja, richtig. Das ist, ich kriege einen Befehl und der ist richtig und da geht's los. Jetzt meine Frage, jetzt nur in der Dummheit hängen zu bleiben, bringt ja auch nicht weiter. Natürlich nicht. Ja, so, und wir müssen aus der Geschichte lernen. Ist ja irgendwo nicht falsch, aber auch nicht richtig. Ne? Also wir müssen uns ja weiter. Ja, wir müssen aus der Geschichte lernen. Ja. Wir müssen lernen. Und was haben wir daraus gelernt? Ja, momentan nichts. Dass wir jetzt immer noch hier sitzen und uns in gut und böse und richtig und falsch und sonst was aufteilen. Oder? Ja, genau. Ja, und jetzt die böse Montagsthema. Nein, ist keine böse Montagsthema. Nee, aber weil da halt... Da sind Leute dabei, die aus der Geschichte nicht gelernt haben, mehr nicht. Ja. Die sind nicht böse. Ja, andersrum ist ja auch wieder diese Stellung beziehen und dieses... Das Problem ist, frag doch mal so ein paar normale Leute, Ukraine... Kriegt ihr die Antwort von den meisten? Naja, lass die doch mal machen, solange die mich in Ruhe lassen. Wenn das da drüben ausartet, lassen die uns aber nicht in Ruhe. Und jeder weiß das. Ja, das ist momentan unser größtes Problem da drüben. Ja, es ist einfach mal. Und wir hören uns die Montagsdemos an, die erzählen, die böse Federal Reserve ist schuld. Schuldzuweisung bringt doch nicht weiter. Natürlich nicht. Ja, solange wir auf Montagsdemos erzählen, dass wir Menschen super gut sind und keinem was zuleide tun würden und nur die bösen Banker, das ist kompletter Quatsch. Das Finanzsystem, ja. Das Finanzsystem hat einen Fehler. Richtig, die Zinsen. Aber dieser Zinsfehler weckt nur den Systemfehler in unserem Kopf, nämlich den Geiz. Richtig. Und die erste Todsünde ist der Stolz, Leute. Und das ist auch nicht umsonst. Die erste Todsünde ist der Stolz. Und Herbert Grönemeyer singt nicht umsonst.
pack deinen Stolz ins Portemonnaie. Denn auf was sind wir am meisten stolz? Auf viele bunte Zettel in unserem Portemonnaie. Und die an den Luftballon hängen. Ja. Oder Mauer schicken. Also was soll man mit den ganzen bunten Zetteln im Portemonnaie? Die kann man doch mal in den Luftballon hängen und rüberschicken. Naja, wir brauchen Geld als Tauschmittel. Aber ja, wir brauchen ein unverzinstes Geldsystem. Richtig. Wir brauchen ein Geldsystem, was den Menschen dient. Nicht ein Geldsystem, dem die Menschen zu dienen haben. Genau. Und deshalb können wir aber nicht alle Kriege auf die bösen Banker schieben. Die Reichen, für die Waffen sorgen die Reichen, aber die Armen sorgen für die Leichen. Wir reden davon, also sagen wir mal so, auf vielen Montagsmahnwachen wird erzählt, so ungefähr, naja, wir sind ja keine Antisemiten, dass die Federal Reserve von Familien besessen wird, die Rockefeller und Rothschild heißen, da können wir ja nichts dafür. Das Problem ist, ein Rockefeller und ein Rothschild hat bestimmt noch keiner umgebracht. Die Juden werden, aber sie sind gar keine. Wird in der Bibel schon vor denen gewarnt. Rockefellers und Rothschilds haben nichts mit Juden zu tun. Das sind Aschkenasse. Richtig. Ja, es geht schon wieder in die Richtung, die Juden sind an allem schuld und das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Genau. Die Juden können nichts dafür, sind auch nur missbraucht und Aktien. Und wir wissen, die Rockefeller Stiftung hat EG Farben und EG Auschwitz bezahlt. Ja, aber jetzt hängen wir immer noch in der Kriegsagitation. Aber den Gashahn aufgedreht, Leute. Den haben Deutsche. Wir hängen immer noch in derselben hier, schlagen und zurückschlagen. Wir wollen nur mal den Dreck ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Andreas Bob, ja, okay. Genau. Das ist ja kein Problem, aber. Was hältst du davon, was der Mann sagt? Wir stecken alle in der Materie. So, wir sind alle mit Dreck beschmutzt. Natürlich. Ja, es bleibt nicht aus in der Materie, aber es bringt nichts anderes, Schuld zuzuweisen machen. Wer frei von Sünde ist, wer aber den ersten Stein. Hier sitze ich. Ja, aber keiner von euch ist das. Wer mit 70 am Polizisten vorbeifährt, angehalten wird und sagt, ich bin 50 gefahren. Das ist schon Gangster. Nee, natürlich. Nee, nicht Gangster. Auf der Autobahn anders so. Da kann auch zwei fahren. Ich meine in der Stadt. Ja, in der Stadt. Wenn du mit 70 dran vorbeifährst, verstehst du? Keiner von uns ist heutzutage noch wirklich ehrlich. Kaum jemand ist noch wirklich ehrlich. Halljuga, halt andere Streit und Heuchelei. Ja, genau. Wir heucheln den Frieden als Menschen. Aber was bringt uns das, wenn wir die Erkenntnis haben und uns aber nicht da weiter draus erheben oder weiterentwickeln? Müssen uns weiterentwickeln. Richtig, ja. Wir müssen mal langsam aufhören, die Schuld auf andere zu schieben. Es ist einfach so. Solange wir die Schuld auf andere schieben, und das ist das, was wir Menschen ständig brauchen. Wir brauchen ein Feindbild, auf das wir alle unsere Fehler schieben können, weil wir nicht bereit sind, durch unser eigenes Spiegelbild zu gehen. Das ist das Problem. Und schon stellen wir uns hin, ja, die bösen Banker, die sind schuld. Und rennen nächsten Früh wieder los, um das nächste Geld zu verdienen. Und wir wissen, wir spielen alle gegeneinander Monopoly, obwohl alle Straßen schon lange verkauft sind. Wir können nicht gewinnen. Wir können gegeneinander nicht gewinnen. Und mehr Wettbewerb heißt nur mehr Wettbewerb, nicht gegeneinander, heißt weniger Zusammenarbeit. Immer nur mit Zusammenarbeit. Ja, aber das geht nicht mit Wettbewerb. Nicht gegeneinander können wir gewinnen, sondern miteinander. Ja? Ja.